Ja, hi und willkommen. Mein Name ist NiroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Lego Star Wars. Die Skywalker Saga. Wir sind gerade in der dritten Level von Eine neue Hoffnung, Episode 4, ne? Ein betörender Plan. Und ja, wir sind, glaube ich, gerade vor einem Bosskampf. Deswegen bin ich hier gerade im Menü, damit ich hier nicht abgemeldet werde. Ne? Und ja, wir gehen hier mal rein. Wir sind hier. Boom. Ja, ja. Ins Auge. Nein. Wir sind hier in dem Müllschacht, ne? Und wir müssen gegen das Ding kämpfen. Dianoga. Ich wusste nicht, dass das Ding irgendwie einen Namen hat. Ganz ehrlich. Auf alle Fälle werden wir bald sehr viel dünner sein. Oh Mann. Wie mache ich ja keinen Schaden? Mein Auge ziehen. Ja, Problem. Ja, ich kenne irgendwie, weil ich den Spruch hier ziehe aufs Auge, ne? Aber ich habe nicht gewusst, dass er aus Star Wars kommt. Ich meine, im Borderlands kam irgendwann auch mal so eine Anspielung. Ziel auf die Augen oder so, ne? Aber ich habe nicht gewusst, dass er aus Star Wars kommt. Falls überhaupt, ne? Kann aber irgendwie Zufall sein oder so, keine Ahnung. Ah ja, cool. Da wurde nämlich im letzten Part gesagt, ne? Ziel auf die Augen. Ah, geh weg. Ah. Was macht das da? Ah. Warum dieser kleine Druide hier? Bringt's voll, sich gerade. Sehen wir uns wieder zum Abklären. Die Wände bewegen sich wieder. Die Wände kommen näher. Nein. Finger weg. Ich mag ihre im Feng Shui, ja. Nein, nicht Feng Shui, ey. Verdammt, er kam vorbereitet. Drei PO, hörst du mich? Ja, ist voll gemacht. Das Sprechgerät? Oh Schreck, ich hatte es abgeschaltet. Verwünscht sei meine Blechhülle, mein armer Herr. Uns geht's gut. Was sollen diese Dinger eigentlich darstellen, irgendwie? 3, 6, 5, 3, 8, 2, 7. Was soll das Ding überhaupt darstellen hier? Ich weiß, das ist so ein Kommunikator, aber trotzdem. T16 ist eine Wucht. Ja. Verzeiht die Störung, aber eher. Was war das? Ach, nichts weiter. Sicher wieder so eine Übung. Kommt, Freunde, wir müssen schnell sein und leise. Also ehrlich, ich. Ein betörender Plan. Oh, da war schon die Level. Ich dachte, das ist jetzt auch ein Teil der Level. Boom. Menge Steine. Boom. War sowieso ein langweiliges Gespräch. Ja, ich habe vergessen, die Herausforderung so früh wie möglich anzuschalten. So, ich wollte schon sagen, nix. Was gibt mir ganzen Story-Charaktere erstmal? Bra. Ja, der hat mal, ja, genau. Okay. Wasser. So, jetzt bin ich wieder hier auf Torstern, ne? Auf dem Torstern. Am nächsten Mal soll ich daran denken, die Herausforderung anzuschalten, ne? Ja, natürlich sind jetzt hier C3PO und R2D2 dabei, ne? Weil Multiplayer, ne? In dem Fall, ne? Er hat sich einen Kaffee gemacht. Da ist er. Tut er einfach genüsslichen Kaffee trinken. Boah.
Was ist das? Ich nehme an, das ist die Sicht von den Sturmtupplern da, ne? Ich soll eigentlich nicht entdeckt werden, ne? Hat er ja auch gemacht im Film, ne? Er irgendwie, er hat die irgendwie hypnotisiert, ne? Traktorstrahlsteuerung ist gleich da vorne. Aber dazu müssen wir an Dachleuchten vorbei. Das ist kein Problem. Boah. Ja, keine Lust. Ich mache das Ding an. Die Traktorstrahlsteuerung ist hier. Ich habe nämlich trotzdem Steine bekommen. Sie dürfen mich nicht sehen. Dabei sollten mir meine Jedi-Kräfte nützlich sein. Nein, das bringt nichts. Ah. Was soll ich genau machen? Vielleicht tue ich die ja so umdrehen. Ja, da kommt er wieder zurück. Und da ist die Level dann, sehe ich gerade. Warte mal, ich kann da gerade ziehen. So ein tiefer Abgrund. Lord Vader sollte die Sicherheit hier mal überdenken. Okay. So, eine fabelhafte Rettung. Level starten. Gehen wir da schon direkt. Ich sag, du, geht ja irgendwie schnell, ne? Die Episode geht irgendwie schnell von dann, habe ich so ein Gefühl. Weil ja so viele Events irgendwie, nicht so viele Events gibt in dieser Episode, habe ich so ein Gefühl. Oh. Eine Präsenz, die ich zuletzt spürte, als... Nein, das war's nicht. Ja, das ist wieder beim Workout. Nein, ich weiß nicht. Aha! Ich habe euch erwartet, Obi-Wan. Endlich begegnen wir uns wieder. Der Kreis schließt sich. Als ich euch verließ, war ich euer Schüler. Jetzt bin ich der Meister. Da sind wir. Nur ein Meister ist böse und darf. Ihr seid mutiger, als ich dachte. Reizend. Kommt. Was hat denn hier? Yoga-Klasse? Da sind sie. Schnell sie ab. Der Wookie dreht durch. Ah. Geh zurück zum Schiff. Ja, ich dachte, wir haben jetzt die eine Szene. Okay. Ich habe gerade bekommen, ich habe schon wahre Jedi bekommen. Wenn ich da aufschieße, dann geht das kaputt. Und das kaputt. Das kaputt. Boom. Oh nein. So, bevor ich es wieder vergesse, ich habe es schon wieder fast vergessen. Herausforderung. Hilf Luke und Leia auf unzivilisierte Art. Gelang auf einen anderen Weg über die Lücke und entkomme den Sturmtrupplern. Decke den versteckten Raum im Todesstern. Anderen Weg über die Lücke. Okay, und entkomme den Sturmtrupplern. Zivilisierte Art. Oh, danach kommt nur noch einer Level, sehe ich gerade. Fünf? Manchmal sechs? Ne, fünf. Okay. Sowas von unzivilisiert. Hey, wenn ich diese Episode als erstes gespielt hätte, würde das keinen Sinn machen. Würde ich das auch gar nicht verstehen, was die damit meinen. So, bevor wir weitermachen. Upsala. Hast du noch irgendwie Sachen hier? Schurke. Haben die nicht auch irgendwie Granaten oder so?
Ich mich mit deinen Fernangriffen Deckung und verletze so Feinde, die sich dahinter verstecken. Rutschangriff. Stärkenschuss abzufeuern. Ein solcher Schuss richtet 25 Meter breit an Wänden und Gegenständen ab. Aber mein Rutschangriff. Was war hier? Okay. Muss ich mir vorstellen, ne? So Chewbacca hier würde man irgendwie meinen, ne? Hat er den aufladen kann, den Bowcaster, ne? Ich bin allergisch gegen Wookies. Erledigt sie. Was sollen diese Dinger sein? Ich verstehe das nicht. Ja, ich weiß, Kommunikator oder irgendwie sowas, ne? Aber. Also was die so diese darstellen sollen halt, ne? Ich kriege leider nur so einen Tipp, ne? Ich weiß natürlich immer noch nicht genau, was ich machen muss, ne? Für eine Herausforderung. Ich kann aber nur so ein bisschen raten, ne? Wir sollen die auf unzivilisierte Weise retten. Also nehme ich mal einen Knarre sollen wir benutzen, ne? So, nein, geht kaputt. So, nein, warum sind wir hier? Ich dachte schon, denen wären die Sturmtruppen ausgegangen. Oh, 1 von 3. Chewbacca, geh nicht genau da hinten. Wenn wir hier bauen, ich weiß es nicht. Das ist okay, muss ich ein bisschen kreativ denken, ne? Statt einfach nur da rein. Ah, da geht der. Muss ich hier machen? Ich habe gesagt, ich müsste irgendwann anders machen. Ist da wirklich was wir hier machen müssen? Meins. Ja, irgendwie sieht mir halt nicht so richtig aus, weil ich. Irgendwie sieht mir halt nicht so richtig aus, was ich hier mache. Nein, ich hätte sonst hier machen sollen. Nein. Einstecken bitte. Blink. Der Falke ist der einzige Weg hier raus. Na los. Ich bin mir sicher, hier gibt es auch andere Schiffe. Wir kriegen diese Tür nicht auf. Wir brauchen deine Hilfe. Verstanden. Warte kurz. Warte mal, hier muss ich doch mal machen, ne? Imperiale Technik ist viel zu kompliziert. Am besten einfach draufhauen. Oh. Ich so oder so gemacht, also so, ich soll den beiden helfen auf unzivilisierte Art. E-Flug und Layup unzivilisierte Art. Aber das ist halt, was ich machen muss, ne? Kann ich irgendwie da runter? Möchte doch für dieses Song im Hintergrund irgendwie Probleme geben. Naja. Ich weiß nicht wieso. Ja, irgendwas sagt mir das. Na gut, dann bauen wir den eben zusammen. Weil das ist doch der offizielle Weg, den ich machen muss, ne? Ah, guck mal. Warte mal hier. Damit kriegen wir die Tür auf. Irgendwie. Okay. Ich meine, wir müssen ihnen später noch mal helfen. Keine Ahnung. Weiß es nicht.
Achtet sie auf! Sofort! Macht er denn da? Boah. So viel dazu, ne? Das hat voll gebracht hier. Oh, ich hätte wahrscheinlich das Ding aufmachen müssen, irgendwie, ne? Aufschießen oder so. Na ja, schau dir mal ihn an. Sehen wir, was ich machen kann. Sterb, sterb. Mein Gott. Könnte er halt aufbauen. Der sah halt aus, als hätte er einen komplett schwarzen Kopf gehabt. Hatten ja die alten Klonkrieger hier, ne? Die Klonkrieger Lego Figuren, die hatten ja alle so, die hatten ja alle so so schwarze Köpfe, aber die hatten dann irgendwie so eine. Jetzt haben die Klontruppler ja, glaube ich, irgendwie so so Helme, ne? Die sind irgendwie so schwarz. Aber vorher hatten die irgendwie nur so schwarze Köpfe und dann hatten die so so Lücken in ihren Helmen, ne? Das heißt, wenn du die so aufsiehst, ne, dann siehst du halt das Schwarze unter deren Helm halt, ne? Weil halt die Helme auch, weil die Köpfe halt schwarz waren. Okay, da kommen wir mal wieder. Aber jetzt sind die, Helme, glaube ich, irgendwie schon so gemacht, dass die irgendwie, weil nicht diese, diese schwarzen Linien in der Mitte, diese mandalorianischen Helme normalerweise haben. Die sind schon auf dem Helm drauf. Nee. Sterb, 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 sterb. Ihr werdet nie entkommen und diese Schlüsselkarte nie kriegen. Na, warte du. Wie können wir das Kraftfeld deaktivieren? Die Schaltkonsole. So eine haben wir benutzt, als wir als Sturmtruppen verkleidet waren. Ach so, ja, stimmt. Wir bekommen die Klamotten, wir bekommen die Fähigkeit einfach. Seid ihr immer noch da? Keine Chance, dass zwei Rebellen. Das sieht so komisch aus. Hallöchen. Man sollte ich vielleicht noch mal runtergehen, ne? Da war ja doch so ein Ding. Oben, unten, rechts, oben. Oben, unten, rechts, oben. Ja, damit. Dann sollte ich vielleicht mal ja so andere Dinge auch noch machen, ne? Und da gab es, glaube ich, noch so eine Konsole irgendwo. Ah, einstecken. Ich glaube, da gab es noch irgendwo so ein Ding, ne? Ja. Nein, Granate. Rechts, unten, 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 rechts, unten, unten. Yay. Raus her. Raus her, raus her, raus her, raus her. Ich habe so viel Musik, ist viel zu laut. Ich glaube, wir haben uns verlaufen. Da ist kein Schloss dran. Wir werden durchkommen. Euer Fall. Alter, kaputt. So, weit. Ich bin doch gerade erledigt. Da. Kann ich da dran ziehen? Boah, die kommt immer wieder, ist klar. Nein, das ist nur ein Sturmtruppler, Kollege. Aua! Ja! Nicht Wilhelm. Das sage ich genau andersrum, ne? Wie hat wirklich passiert ist, ne?
Normalerweise hat der Luke sie genommen. Oh, komm her, du Stück. Oh, habe ich schon drei? Alles klar. Ich dachte, ich habe nur zwei gehabt bisher. Ja, ich glaube, wir haben schon mit Luke und Leia verpasst. Ihr habt nachgelassen, alter Mann. Wenn du mich schlägst, werde ich mächtiger, als du es dir vorstellen kannst. Nein! Oh. Lauf, Luke, lauf! Du hast gefällt mit. Ah, da war es schon mit. Mit Ben. Nicht übel, meine Rettungsaktion, ha? Wenigstens ist die Information in R2. Oh Mann. Wir haben es noch nicht überstanden. Ich habe jetzt gedacht, es gibt vielleicht so einen kleinen Bosskampf, aber ja. Kennt ihr diese eine Animation, wo die irgendwie. Ne, ja, war keine Animation, aber. Mit echten Schauspielern, die halt irgendwie so nachempfunden haben, ne, den Kampf zwischen Obi-Wan und Darth Vader in Episode 4. Irgendwie einige Leute so nachgespielt mit so neuen Effekten und viel geiler als in der Originalversion. Ich meine, ja, ist die Originalversion, ne, da ist halt nicht viel passiert, ne? Also irgendwie, keine Ahnung, der Schauspieler von Ben, Alex Guinness, der war halt ein bisschen älter, ne, ist klar, hat der nicht irgendwie so loslegen konnte, wie er so, weiß nicht, Obi-Wan und Anakin in Episode 3 und so, ne? Wir müssen diese Informationen sofort zum Rebellenstützpunkt auf Yavin 4 bringen. Und was für Informationen sind das? Warum habe ich die technischen Unterlagen von Todesstern? Ich hoffe nur, dass uns die Analyse dieser Daten eine Schwäche aufzeigt. Und war nicht Teil unserer Abmachung. Sobald ich mein Geld habe, bin ich weg. Wegen eurer Belohnung braucht ihr keine Angst zu haben. Wenn es euch nur um Geld geht, sollt ihr auch nichts weiter kriegen als Geld. Oh, der Torstern da im Hintergrund, cool. Das sieht cool aus. So, ich muss erstmal ein paar Charaktere freischalten. Ne? Da haben wir schon lange nicht irgendwie Zeit gehabt, habe ich so gefühlt. Ne? So. Wen bauen wir hier alles? Sind wir schon leicht mit Episode 4 hier fertig. Ich habe heute erst angefangen mit Episode 4. Wir haben uns drei Parts aufgenommen. Das ist schon alles hier. Ja, wie gesagt, da geht halt hier irgendwie so voll schnell, ne? Auf Tatooine gegangen, ne, was wir ja schon halb erkundet hatten. So, wen brauche ich denn hier? Da habe ich hier nochmal irgendwas Neues. Ist. So, ein Sand-Tuskenräuber. Ich habe gedacht, wir würden erstmal ein Java kriegen, ne? Aber die ja relativ. Tuskenräuber hatte ich übrigens auch. So, ach so, ich muss die alle abchecken, so, ne? So, Captain Antilles, ja. So, ein paar Sturmtruppler hätte ich gerne. So, Captain Imperium, ne? Den nehmen wir, boom, Imperial Marine. Und dann holen wir uns mal ein paar Sturmtruppler, ne? Sandtruppler, Sergeant. Bräuchte ich eigentlich auch noch, ne? Ja, aber ich würde sagen, wenn wir schon hier so weit sind, dann machen wir auch direkt hier. Bringe die Pläne von Torschwellen zur Rebellenbasis. Ach so, ja, da kommen wir auch davor. Okay. Na gut, dann gehen wir auf Yavin, erkunden wir Yavin. Ne? Ich nehme an, damit wir jetzt nicht so schnell hier fertig sind, ne? Mit allen. Würde ich jetzt mal sagen, ne? Und ja. Kann ja nicht so schnell hier vorüber sein mit der Episode, ne? Machen wir ein bisschen hier noch Erkundung und so, ne? Der große Tempel auf Yavin 4. So, kann ich hier mit allen Charakteren rumlaufen? Ich habe neue Informationen, falls ihr interessiert seid. Oh, Gott sei Dank. So. Willkommen. Schön, dass ihr noch am Leben seid. Geht schnell in den Kommandoraum. Generäle warten ungeduldig auf diese Pläne. Was ist denn da passiert? Bitte. Sie warten bereits auf euch. Die Prinzessin kommt. Schnell, tut alle beschäftigt. Ja, Obi-Wan ist leider weg schon wieder, ne? Schade. Was soll man machen, ne? Ja,
Irgendjemand hat da oben Schätze versteckt. Ich hätte auch gern Schätze übrig, die ich einfach so verstecken kann. So, wow. Warte mal, über Endor. Gerücht freigeschaltet. Okay, ich habe eine Menge. Sogar für Sachen, die ich noch gar nicht habe. So. Ganz mal ein paar neue Schiffe. Ich habe, glaube ich, ein paar freigeschaltet noch, ne? Den rasenden Falken, ne? So. Ich weiß nicht, warum ich jetzt schon. Ach so, weil er jetzt kommt, ne? Deswegen haben wir den wahrscheinlich schon freigeschaltet, ne? Weil die Szene jetzt gleich hier so kommt, ne? Also gleich im nächsten Part vielleicht. Deswegen haben wir jetzt den X-Flügler hier freigeschaltet. Den hatte ich übrigens, ne? Nur halt eine andere Version halt, ne? Also immer wenn ich sage, ich hatte so einen, dann meine ich natürlich eine antiquierte Version davon, ne? Ich hatte jetzt nicht. Ich nehme an, die basieren jetzt auf etwas hier neuere Modelle, die irgendwie in den letzten Jahren rausgekommen sind, ne? Ja, wenn ich sage, ich hatte den, dann meine ich irgendwie, ich hatte mal eine. Ich hatte mal eine Version von diesem Ding. Ne, so meine ich das. So. Sag nicht, wir haben schon wieder Probleme mit den Klappen. So wird das nichts mit der Rebellion. Kollege. Die Verkabelung der äußeren Plattform klemmt dauernd. Nicht die Klappen. Okay, warum habe ich so viele Gerüchte jetzt? Das schaffen wir. Sie werden ganz sicher mir die Schuld geben. Jetzt habe ich keinen Jedi mehr, obwohl ich spiele gerade zwei Spiele. Natürlich habe ich einen Jedi. Okay. War doch mal dann noch einen neuen Planeten gerade, ne? Kann ich hier so rein? Ja. Dann. Ja, da ist sogar der Grüne. Ja, einmal vorspulen. Entschuldigung. Ja, also so geht's doch. Boah, Entschuldigung. Oh, boah, meine Güte, hör auf. So. Kurz hier wechseln. So. Oh, meine Güte, hör jetzt auf. Ja. Wir haben noch nicht morgens heute. So, meiner. Mal freischalten. Das schaffen wir. Wow, Entschuldigung. Ich weiß nicht, warum ich jetzt hier so am Niesen bin die ganze Zeit. So. Hey, ein Y-Wing. Ich fand, die sahen schon mal cooler aus als die X-Wings. Den hatte ich auch. Boah, mein Gott. Ist jetzt gut, Kollege. Alter. Das sieht aber bei mir jeden Morgen aus. Wir haben jetzt... Weiter nicht. Wir haben jetzt hier aber so halb, aus, halb zwölf ganz nach oben in der Nacht. Kommen, wenn man wirklich will. Aber ich will nicht der sein, der von einem alten Tempel runterfällt und dabei was kaputt macht. Zum Beispiel jeden Knochen in seinem Körper, meine ich. Ja. Stört es euch, dass ich hier mit einem imperialen Admiral umlaufe? Grand Admiral Thrawn. You know, to defeat an enemy, you have to know them. Cooler Charakter, ne? Thrawn. Dann nochmal hier. Über mir. Er kommt ja jetzt auch hier in Ahsoka, glaube ich, vor, ne? Thrawn. Bin mal gespannt, wie die den ruinieren werden. Thrawn ist ein ganz schön beliebter Charakter, ne? Wenn die jetzt irgendwie den irgendwie seine echt und die werden so oder so den seine in seine Geschichte irgendwie hier ein bisschen verändern, ne? Frage ist nur wie, ne?
Aber egal wie. Es wird vielleicht nicht gut ausgehen. Habe ich so das Gefühl, ne? Oh. Ich habe es einfach nur mal geraten, als es auf der anderen Seite ist. Aber ist okay. Meiner. Ruinenraub. Wie ist das überhaupt damals abgelaufen, ne? Ich weiß, George Lucas hat... Oh, guck mal hier. Ich weiß, George Lucas hatte... Hatte, als er irgendwie Star Wars irgendwie so gepitcht hat, ne? Da hat er... Da hat er schon direkt gesagt, so, ich will eine Trilogie machen, ne? Also der hat schon 3 Filme in Planung, ne? Aber... Ich nehme mal an, er hatte irgendwie nicht so... Weiß nicht. Er hätte ja trotzdem irgendwie noch was schief gehen können, ne? Also im Sinne von... Oh. Ich wusste nicht, dass... Das auch geht, wenn Charaktere irgendwie... da draufstehen. Also er hat es ja natürlich als Trilogie so... gepitcht bei den Leuten, die er rausgebracht haben, ne? Star Wars. Schön, dich wiederzusehen. Also wenn ich vor ein Gewaltregime fliehen würde, würde ich hier untertauchen. Die schöne Flora unterdrückt das Gefühl des Runden-Untergangs recht gut. So, wie viel haben wir jetzt schon? 10 von 33. Das dauert noch ein bisschen. Also er hat ja irgendwie so als Trilogie angekündigt, so, ja, hör mal hier, ich habe diese Trilogie, die ich machen will, ne, gib mir Geld, damit ich auch machen kann, ne. Außen würde man nie vermuten, dass hier alles voller Rebellen, Ausrüstung und Schiffe ist. Das Imperium hat keine Chance. Ich meine, so lief das irgendwie ab, ne. Aber er hätte auch irgendwie was noch schief gehen können, ne. Er hätte ja irgendwie Star Wars Episode 4 rausbringen können, ne. Was ja damals nicht mal Episode 4 war, ne. Ich gehe mal hier hoch übrigens, ne. Er hätte ja noch alles passieren können. Er hätte ja irgendwie total schief laufen können, ne? Und wäre nicht gut angekommen, ne? Dann wäre er da irgendwie, dann hätte er da irgendwie gesessen, ja, mit dieser Episode, ne? Die irgendwie weil nicht so ein relativ offenes Ende hat, ne? Ich meine, jetzt so, wo ich danach denke, Episode 4 endet ja eigentlich nicht so mit so einem Cliffhanger, ne? Ich meine, ja, Vader überlebt am Ende noch, ne? Also Vader ist immer noch am Rumlaufen, aber so im Sinne von, ich meine hier alles. Ach, da sind die beiden Missionen, die wir gerade gemacht haben. Cool. Was ist das denn hier? Oh, warte mal. Oh. Kriege ich hier irgendwas, wenn ich hier alles gesammelt habe im Spiel? Das wäre mal interessant, ne? So, hier ist ein Rätsel. Also gibt es irgendwie eine Belohnung, wenn ich alles erreicht habe. Das ist gut zu wissen. Aber das wird noch ein bisschen dauern, ne? Ey, guck mal hier. Ne. Oder? Die Dinger da das ist aber die Reihenfolge. Hier weiß ich echt nicht weiter. Seht ihr die Zeichnungen? Eine ganze Reihe davon ist im Raum verteilt und ich bin überzeugt, dass sie etwas mit diesen Zielen zu tun haben. Ich habe versucht, sie alle wahllos abzuschießen, aber es ist nichts passiert. Irgendwas habe ich wohl übersehen. Warte mal, der ist grün. Okay, warte. Warte mal, der war jetzt gerade grün. Ja, macht er natürlich einfach, ne? Wenn er mir jetzt zeigt, das grün, ne? Hm. Das war aber jetzt nicht. Das. Ich weiß nicht genau. Ich habe da doch. Egal.
Also ja, wie gesagt, keine Ahnung. George Lucas hat ja irgendwie pitchen können, ne? So, ja, ich habe ja diese Trilogie, ne? Aber er hätte trotzdem failen können, ne? Dann hätte er gestanden hier mit einer Story, die ein offenes Ende hat, ne? Weil Darth Vader wurde ja noch nicht erledigt, ne? Und das Imperium existiert natürlich noch. Obwohl man eigentlich meinen könnte, ne? Dass, hier. Eigentlich hat Episode 4, Spoiler für Episode 4 nehme ich an, ne? Aber eigentlich hat Episode 4 ja eigentlich nur so relativ geendet, so mit so einem kleinen Happy Ending, ne? Also die große Bösewicht-Basis wurde erledigt, ne? Aber ja, macht irgendwie trotzdem keinen Sinn, ne? Ben ist gestorben, irgendwie. Mit Luke ist irgendwie nicht wirklich was passiert in dieser Episode. Deswegen, ja. Aber hätte ja passieren können, ne? In irgendeinem alternativen Universum ist wahrscheinlich Star Wars gefloppt, ne? Dann hätten wir da nur so eine einzelne Episode. Und das war's dann. Na, ich weiß nicht, wie ich da hochkomme. Da sind so Dinger zum Ranziehen. Aber da komme ich nicht ran. Hier draußen habe ich da noch so ein Ding gesehen irgendwo. Aber ja, im Moment haben Star Wars Fans da komplett andere Probleme, ne? Was Star Wars angeht, ne? Mittlerweile gibt es da komplett andere Sorgen, die wir haben, ne? Aber darum reden wir, wenn es an der Zeitpunkt gekommen ist, ne? Boom. Heute irgendwie so weit nicht in so einem Laden. Immer so durch die Stadt gecruised, ne? Ich bin mal irgendwie so einen anderen Weg gegangen, wie ich sonst immer gehe, ne? Um einfach mal zu gucken, so, ah, vielleicht gibt es da irgendwie, weiß nicht, so ein paar Läden oder so. Die, weiß nicht, die ich noch nicht kenne und so, ne? Und ich bin immer so einen kleinen Laden gestolpert, wo irgendwie so, wo die alles mögliche hatten, so irgendwie so CDs und, oh, das ist eine geile Sicht hier, ne? Die hatten so CDs, die hatten Filme und Videospiele, ne? Also alles mögliche, ne? Alles in CD-Form, ne? Und dann bin ich da so rumgelaufen und die hatten sogar noch so richtig alte Spiele, ne? So, ich rede von PS3-Spielen, PS2-Spielen, ne? PS1-Spiele hatten die sogar noch ein paar, GameCube, Nintendo Wii, Nintendo 64 hatten die, Super Nintendo Spiele hatten die. Aber irgendwie krass. Habe ich auch so einige alte Schnuckelchen hier gesehen, ne? So Driver und so für PS1, was ich mal mit einem Kollegen früher gespielt hatte. Ich wollte mir erst Final Fantasy Crystal Chronicles holen für Nintendo GameCube. Weil ich habe eine Wii, die kann ja GameCube Spiele spielen, ne? Also ich habe zwar keine GameCube, ich hatte noch nie eine GameCube, aber ich habe eine Wii, die kann ja GameCube-Spiele spielen. Da werde ich auf jeden Fall mal öfter reingehen. Wenn ich da irgendwann mal Fire Emblem Path of Radiance sehe, dann werde ich das sofort holen, ne? Das ist der Vorgänger von Fire Emblem 10. Also das ist das Spiel mit Ike hier, ne? Hier der Typ aus Super Smash Bros. mit dem dicken Schwert, ne? Das ist halt auf. Oh, warte mal, ich will mal sehen, wie das jetzt abläuft, ne? Ich habe noch nie einen Dings gespielt. Deswegen will ich mal sehen, wie das hier abläuft. So. Oh, ich habe ja auch schon Bock. Das ist so der gleiche. Ne, Chewbacca Jung. Oh, ich habe den falschen eingewechselt vorhin. So, ich will mal einen Schrottsammler hier benutzen, ne? Jetzt haben wir nämlich mal einen.
Ja, ich glaube, da werde ich mal öfter rüber. Na, was mache ich jetzt hier? Ja. Na und, was mache ich jetzt hier? Ja, müssen wir schon erklären, wie die hier funktionieren, ne? Wie das freischalten? Wenn ich so aus dem Baum hier schaut, mal können in neuen Farben gebaut werden. Okay, ich weiß nicht, was das bedeutet. Klettertempo, der Gleiter wird schneller. Ja, wie benutze ich den? Wie man das hier? Im Baummenü ist Schrott. Oh. Keine Ahnung. Da oben ist irgendetwas. Habt ihr es gesehen? Ich hab's gesehen. Und wie? Sogar vor allen anderen. Ich hab nämlich Adleraugen. Hey, wenn du meinen Ketten siehst, kannst du ihm von meinen Adleraugen erzählen? Ich will nämlich zur Wachturmwache befördert werden. Okay. Ja, warum bekomme ich jetzt immer so viele Sachen? So, so viel dazu, ne? Schutzsammler hat's jetzt nicht so gemacht. Finde ich. Ich kann alles eine schlechte Idee. Seid ihr neu hier? Seid spät dran. Nein, warte. Her, damit wir anfangen können. Ich habe alte imperiale Suchdroiden umprogrammiert, damit wir sie verschieben. Oh ja, ich werde definitiv öfter in den Laden reinschauen. Sind sie wenigstens mal für etwas nützlich. Ich habe meine halbe Super Nintendo Kollektion, die ich damals hatte, in dem Spiel, in dem Laden gesehen. Ich hatte ja nur so 6 Super Nintendo Spiele, ne? Damals hatte ich halt nicht so viele Spiele, ne? Damals hatten wir ja nichts. Ja, keine Ahnung, ich hatte eine Super Nintendo, aber ich hatte irgendwie nur 6 Spiele, ne? Ich hatte, und die Spiele, die ich da in dem Laden gefunden habe, waren Super Mario World, Street Fighter 2 oder Super Street Fighter 2, dann so ein Power Rangers Kampfspiel, hier die Power Rangers, die sind ja immer in so Roboter eingestiegen, so gigantischen Roboter, und da war halt ein Kampfspiel halt mit diesen Robotern, ne? Das passiert uns sicher nicht. Und dann ein Fußballspiel mit dem Namen Super Soccer, was es übrigens auch hier im E-Shop gibt, hier von der Nintendo Switch oder hier in diesen einen Dienst, wo man hier so alte Nintendo Spiele spielen kann, ne? Also ja, das Spiel gibt es immer noch, dann kann man sich noch holen, ne? Super Mario World natürlich auch Street Fighter, ne, Street Fighter 2 bin ich mir nicht sicher, ne? Hätte ich mir vielleicht holen sollen. Man extra in so eine Scheibe rein drin, ne? Aber dann hätte ich ja jemand fragen müssen. Da muss ich ja Interaktion mit Leuten machen. Ah ja, das waren 4 Spiele von meiner Kollektion, ne? Also mehr als die Hälfte der Spiele, die ich besaß, waren in dem Laden. War so ein kleiner Nostalgietrip für mich. So, okay. Na, wo ist der letzte? Ich tue einfach immer nur so zielen, weil er tut immer automatisch irgendwie auf die Dinger zielen, wenn ich das finden würde hier. Irgendwie tut er aber nicht so automatisch zielen. Du tust automatisch zielen. Dieses Power Ranger Spiel hätte ich mir holen sollen. Mein Gott. Aber ich habe ja keine Super Nintendo, von daher bringt es mir nicht. Dafür bin ich sicher nicht. War nur so zur Nostalgie. Ich weiß auch gar nicht, wie viel die gekostet haben, ne? Waren eigentlich relativ billig, die alten Spiele. So Game Advance Cartridges hatten sie auch. So alte Nintendo Dash Spiele hätte ich mir geholt. Ich habe gesehen, hätte sowas früher mal.
Ja, dieses Power Ranger Spiel, das gibt es zum Beispiel nicht mehr hier über diesen, über diesen E-Shop hier, über diesen Super Nintendo Dienst hier von der Switch. Naja, so wird es immer wieder irgendwelche Spiele geben, die sie nicht mehr nochmal herausbringen, ne? Weil halt, weil nicht so Klassiker wie Super Mario World ist klar, die bringen sie natürlich immer wieder raus, ne? Aber ja, so dieses Power Rangers Spiel zum Beispiel, das findest du ja wahrscheinlich nirgendwo in irgendeinem Online-Dienst oder so, ne? Deswegen wäre eigentlich klasse. Ich bereue es voll, meine alte Super Nintendo. Ich habe meine Super Nintendo mal über eBay verscherbelt. Da bereue ich ehrlich gesagt ganz schön. Hätte ich irgendwie nicht machen sollen. Da kommen wir im großen Tempel. Ja. Hey, so einen haben wir gar nicht gefunden auf Mos Eisley. Ja, ich brauche es irgendwie, meine Super Nintendo verkauft zu haben, Mann. Ihr da, helft mir. Ich stecke hier seit Stunden fest. Muss schon sagen. Der Stromkasten unter mir hat Funken gesprüht und dann geknallt. Ich glaube nicht, dass das normal ist. Warte. Hier was zusammenbauen. Ja. Mal dem hat mal springen, meine Güte, Blutpunkte, Steinchen. Ja, diese Dinger kenne ich aus Battlefront. Das waren so Türme, in die man sich rein setzen konnte, ne? So Geschütztürme. Oh, endlich wieder festen Boden unter den Füßen. Nie wieder verlassen. Oh, meins. Ich kann kaum glauben, dass Leo hat gepennt. Okay. So, die anderen beiden Spiele, die ich übrigens noch hatte für meine Super Nintendo, waren, also ich hatte Street Fighter 2, ich hatte so ein Power Rangers Kampfspiel, ich weiß gar nicht, wie es hieß übrigens, ich habe gar nicht drauf geachtet. Ich hatte Super Mario World und ich habe Super Soccer, hieß das Fußballspiel. So, dann hatte ich noch ein anderes Fußballspiel mit dem Namen International Superstar Soccer Deluxe. Die haben ehrlich gesagt beide ganz schön Bock gemacht, jetzt wo ich danach denke, ne? Fußballspiele, die waren irgendwie viel lustiger damals für die alten Konsolen. Oh mein Gott, was war das denn für ein Momentum? Dieses Super Soccer Spiel hatte irgendwie so eine, normalerweise sind ja Fußballspiele immer, du siehst irgendwie so, so wie das im Fernsehen ist, ne, so die seitliche Sicht, ne? Aber Super Soccer war irgendwie andersrum, ne, also du hast so von unten nach oben geguckt, ne, also die Tore waren unten und oben, da war irgendwie relativ weiß nicht, einzigartig so die Musik. Ich sollte das Spiel vielleicht mal spielen, so ein Part, ne, ich hätte irgendwie Bock, das Spiel einmal so zu spielen, so ein Part, ne. Sag mal, keine Ahnung, so ein Cup gewinnen oder was weiß ich, was man da machen muss, ne? So, irgendwie komme ich da nicht hin. Von hier? Oh Gott. Ja. Der alte Ben hatte sowas früher mal. Kannung der Masasi. Masasi, sag mir irgendwas. Das hatte ich, ne? Das ist doch irgendeine Rasse, ne? Masasi, das kenne ich auch aus Knights of the Old Republic. Und ja, das sechste Spiel, das ich hatte, war ein Spiel von Tiny Toons, ne? Ihr kennt ja Looney Toons hier, ne? So Bugs Bunny und so. Und Tiny Toons waren ja halt die Kinder von den Looney Toons, ne? Die Kinder von Bugs Bunny und Daffy Duck und so, ne? Und da war irgendwie so ein Spiel bei Tiny Toons, irgendwie Buster Bust Out oder irgendwie sowas hieß das, glaube ich. Aber da kam ich nie weiter als bis zur zweiten Level, weil da irgendwie so eine Scrolling Level war und man musste irgendwie die ganze Zeit rennen und das Spiel war irgendwie voll schwierig. Also ja. Und damals war ich halt nicht so eine Person, ne? Wenn ich einmal nicht weitergekommen bin, dann habe ich irgendwie immer wieder versucht, ne? Damals irgendwie, weil nicht, habe ich ein Spiel gespielt. Ich kam nicht weiter und habe ich gesagt, oh, okay. Ich kam auch irgendwie in Super Mario World nie richtig weiter, habe ich auch immer nur die erste Welt geschafft, ne?
von Super Mario World. Dann habe ich bis zur zweiten Welt geschafft und da gab es ja immer so Speicherpunkte, ne? Nachdem du irgendwie eine bestimmte Anzahl an Level und so erledigt hast, ne? Und ich habe halt nie weiter gespielt. Ich habe halt dann einfach immer aufgehört, ne? Also ich war früher nicht so ein Durchspieler, ne? Oh. Seid ihr neu hier? Ihr seid spät dran. Kommt her, damit wir anfangen können. Porkins, ja. Das war einer von den Piloten, ja, von der roten Schwadron oder wie auch immer die hießen, ne? Also. Gott. Alte Socke, das ist nicht so einfach. Gott. Das wäre ziemlich einfacher, wenn ich irgendwie so Bonus hätte für meinen Schaden und so, ne? Gibt's ja, glaube ich, ne? Dass ich mehr Schaden anrichte mit meinen Waffen. Ich glaube, das schaffen wir. Ah, geschafft. Ja, früher war ich halt nicht so ein Komplettist, ne? Nennt man das Komplettist? Completionist. Jetzt höre ich irgendwie. Wenn wirklich mal Suchdruiden kommen, wissen wir, wen wir rufen müssen. Also jetzt kommt es ja irgendwie. Es ist ein Geheimnis. Alles klar? Supi, danke. Die richtig tollen Belohnungen sind aus. Aber ihr könnt es gerne wieder versuchen. So, du musst natürlich wieder erstmal kaufen, ne? Ja. Der roten Staffel, genau. Ein bisschen umgedreht. Also ja, früher war mein Ding nicht so irgendwie durchzuspielen, ne? Da kam ich nicht weiter. Hab ich mir gedacht, so ab. Da hat erst so, weiß ich nicht, so PS2-Ära oder so begonnen, glaube ich. Wir konnten den meisten Schutt aus diesem alten Tempel entfernen. Ausgenommen das Riesenteil da hinten. Nur daneben zu stehen. Und Pokémon habe ich natürlich durchgespielt. Hier die rote Edition, ne? So, boah, was haben die denn jetzt hier schon wieder? Werden ja wohl sehr beschäftigt sein, ne? So, ich soll ja vielleicht hier in den Tempel reingehen, hier so in dem Bild. Ich laufe die ganze Zeit hier so um den Tempel herum. Ich bin noch gar nicht da reingegangen, glaube ich, ne? Einmal außer da oben. Also jetzt tue ich ja irgendwie, weil nicht jedes Spiel irgendwie ja komplettieren, ne? Ich muss sagen, wenn ihr euch langweilt über mein Gespräch von alten Zeiten. Boah, ich habe mal irgendwie so ein Let's Play irgendwie. Ich gucke ja hier auch immer hin und wieder mal Let's Plays, ne? Und ich habe mir mal irgendwie so ein Let's Play, ich will jetzt nicht verraten, welcher YouTuber das ist oder so, ich weiß auch gar nicht mehr den Namen, aber irgendwie eine weibliche YouTuberin, eine etwas kleinere YouTuberin, niemand bekannt, sehr bekannt oder so, ne? Also so ein paar tausend Abonnenten, glaube ich. Und ich habe irgendwie geschaut, wie die irgendwie so ein Rollenspiel gespielt hat, was ich auch früher gespielt habe, ne? Und ich habe mich irgendwie so erinnert, so, oh, das Spiel existiert, oh, ich will mal ein Let's Play davon anschauen, ne? Und meine Güte, die Olle hat aber auch die ganze Zeit nur über ihre Situation irgendwie, ihre Lebenssituation geredet, ne? Die hat überhaupt nicht aufgepasst, so was im Spiel so passiert ist und so, ne? Ich meine, so bis zu einem bestimmten Punkt, ne? Aber und das Spiel war jetzt nicht irgendwie so, weil du hattest halt viele random Encounter und so, da du hast irgendwie so alle 10 Minuten oder so hat es irgendwie mal irgendwie so was Story relevant was passiert ist, ne? Aber meine Güte, die hat die ganze Zeit immer nur geredet, so, ja, ich bin gerade umgezogen, so, und mein Mann, ne, die war irgendwie verheiratet, ne, mein Mann ist gerade dahin gezogen und wir haben uns gerade entschieden, irgendwie ein Baby zu bekommen und so, und so, meine Güte, die ganze Zeit aber auch, ne? Und ich bin nicht der Einzige, den das nicht gefallen hat. Ne, da gab's viele Thumbs down. Wenn und so, ne? Daumen nach unten. Der mit euch reden will, redet besser mit ihm. Oh, meine Güte, ich habe mir. Wenn man sie ignoriert. Und ich wollte mir einfach nur mal sehen, wie jemand irgendwie das Spiel spielt, ne? Weil ich hatte Spaß mit dem Spiel damals. Ich will mal einfach sehen, wie andere Leute das Spiel genießen und so, ne? Tut mir leid, aber
sowas gab es auf der Feuchtfarm nicht. Oh meine Güte, und die ist auch wirklich jeden Part irgendwie darauf zurückgekommen. Jeden einzelnen Part, jedes Mal. Da hast du irgendwie mal irgendwie gedacht, so die, oh, sie tut mal irgendwie so ein Part Pause machen und sich vielleicht irgendwie mal auf die Story so ein bisschen eingehen oder irgendwie so weiter, aber dann fängt sie im nächsten Part schon wieder an. So, ja, wir sind gerade hier, wir haben gerade das durchgemacht und so, ne, und wir waren irgendwie gerade feiern mit irgendwie unseren Freunden und so, ne, und so, irgendwie so, boah, ey. Ui, meine erste Aufgabe an meinen ersten Tag und schon versage ich. Ich soll jemanden eine Nachricht überbringen, aber er kann den Fern nirgends finden. Reiß dich zusammen, G8R3, du schaffst das. Vielleicht musst du nur noch jemanden zeigen, wie es geht. Wie diese fremde Person da. Ich übergebe euch hiermit das Datenprotokoll mit der Nachricht. Ich verpiepse mich dann. Des Wohl, Amandas bester Freund. Was? Das muss ich wahrscheinlich wieder jemanden hier finden, ne? Eine bestimmte Person. Aua! Das ist die Person, für die Nachricht bestimmt findet und du ergibst die Botschaft für Zorn, bla 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 bla. Ja, ich weiß. Muss wieder jemanden finden. Ah, ein Rebellensoldat mit der Banane. Cool. Henneken ist ein Mitglied der gelben Stängel? Tut mir leid, bei mir bist du falsch. Hat dir der Druide für den... Ja, okay. So, ich will die ganze Zeit eigentlich das Datenpack hier suchen, ne? So, und jetzt nochmal darauf zurückzukommen, ne? Ich will jetzt nicht damit sagen, dass ich jetzt voll dagegen bin, jetzt hier Leute irgendwie was über ihr Leben oder so zu erzählen oder so, ne? Kann man ja natürlich machen, ne? Einige Leute wollen das wahrscheinlich sogar auch, ne? Also einige Leute mal so ein bisschen was aus ihrem von mir am Leben erzählen, ne, und was gerade so passiert, was weiß ich nicht alles. Aber die ganze Zeit. Weiß nicht, ich bin da voll durchgedreht, ey, als ich mir halt angeschaut habe. Ich wollte einfach nur sehen, wie die irgendwie das Spiel spielt hier, dieses alte Spiel, das ich mal früher gespielt habe, ne? Aber irgendwie ist ja nichts. Da denkst du ja mal, du und ich bin die ganze Playlist abgeklappert, ne, von der, und ich habe mir so gedacht, so, hey, komm mal hier, ja, die wird doch bestimmt mal irgendwie so ein Part oder so Pause machen und dann irgendwie, keine Ahnung, dann mir persönlich hing halt irgendwie, und ich bin jetzt nicht eine Person, ich kannte die Person jetzt nicht vorher oder so und habe irgendwie, weil nicht eine, keine Ahnung, wie nennt man natürlich, ich kannte die Person jetzt nicht vorher. So läuft das bei mir meistens. Ne? Manchmal suche ich einfach nur so ein Let's Play von irgendeinem Spiel. Und dann gucke ich mir einfach irgendeine Person an, die hat gerade Let's Play hat, von der ich noch nie gehört habe. Ne? Also. Schmacker. Und ja, weiß nicht. Oh. Spoiler. Ah, so haben wir also von der Schwachstelle erfahren, nehme ich an, ne? Alles klar. Also ja, ich kannte halt die Person nicht und habe mich dementsprechend nicht irgendwie so verbunden gefühlt mit der Person. So, ah ja. Ja, die Person redet die ganze Zeit über uninteressantes Zeug, aber das ist eine gute Content Creatorin, die ich kenne oder so, deswegen macht mir halt nichts aus, aber meine Güte, ey. Ich weiß auch gar nicht mehr. Ja, ich will mehr sehen. Mehr? Mehr! Perfekt! Hoffentlich versauen sie es nicht mit einer Fortsetzung. Ja, ne? 2 Meter! Ich konnte in meinem T16 nicht mal eine Wurmbratte treffen. Nach all dem Ärger heute war das wohl der erste und letzte Filmabend hier. Ich hoffe trotzdem, er hat euch gefallen. Sicher doch. Also ja. So, das ist so meine Meinung über einige Content Creator. Ne? Ich weiß auch gar nicht mehr, wie die Person hieß oder so. Da ist es eigentlich ja egal. Ne? Oh, eine imperiale Wache. Ah, dafür haben wir keine Zeit mehr. Ich wollte noch sehen, ob ich das Datenpack da irgendwie erreiche. Ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Also ja, keine Ahnung. Ich hab mir einfach irgendwie immer die ganze Zeit gewünscht, wenn ich die ganze Playlist von der abgehackert bin. So, boah, die wird doch bestimmt nicht. So, okay, ich tu mal ein Part vorspielen, ne? Na, die ist schon wieder angefangen. So, ja, ich mein Ehemann, wir sind auf eine Geburtstagsparty gegangen und wir haben dies und das gemacht. So, okay, weiter. So wir sind gerade frisch umgezogen und dann sehen wir so, okay, weiter. So, oh ja, wir haben gerade darüber geredet, dass wir Kinder haben wollen und so, okay, weiter. Die hat einfach nicht aufgehört.
ich mich voll aufgeregt. Weiß nicht, also mich hat das irgendwie gestört. Ich weiß nicht wieso. Licht aus. Da war jetzt ein Stein. Einfach so mal. So, wenn ich jetzt das Datenpad wiederfinden könnte, ne, das wäre jetzt sehr gut. Aber ich glaube, das machen wir uns ein andermal. Ne? Ich suche vielleicht mal die Person mit der Banane auf Screen, ne? Damit wir die Person schon mal haben. Warum ist die Quest eigentlich jetzt wieder abgestellt? Wo bin ich hier eigentlich? Weil hier war doch so ein Kreis vorhin. So, habt ihr wieder jetzt so ein bisschen Informationen über, was den Daniro so aufregt, ne? Im Internet. Ups. Nein, sorry. So, keine Ahnung. Ich würde sagen, machen wir beim nächsten Mal schon direkt die Dings weiter, ne? Die, fast 3404, 3417. Na gut. Machen wir beim nächsten Mal hier die Story-Quest weiter, ne? Die Story, danach können wir uns hier so ein bisschen hier austoben, ne, auf Yavin wieder, ne, und was ist das hier eigentlich? Habe ich auch schon oft gesehen. Oh, Schrottsammler. Sag mal. Jetzt habe ich hier einen Schrottsammler und ich weiß nicht, wie funktionieren, ne? Da unten. Ich weiß nicht. Jetzt habe ich einen Schrottsammler und ich weiß immer noch nicht, wie die funktionieren. Cool, ne? Cool, alles klar. Nehme ich an. Die werden mir ja wohl. Warum muss ich jetzt echt noch bis Episode 7 warten, bis ich hier Ray bekomme, welcher auch ein Schrottsammler war, ist, ne? Vorher wird ja noch ewig dauern. Dann. Na gut. Dann würde ich sagen, wir machen hier Feierabend, ne? Und in der nächsten Folge geht es dann zur letzten Level von Episode 4, ne? So, lass mich wenigstens das hier machen. Kann ich da auch nicht ran? Kann ich mit denen klettern? Da komme ich nicht hin. Obwohl. So, wer, das funktioniert jetzt auch nicht, ne? Ich habe jetzt drei Sachen hier ausprobiert mit. So, wer, ich kann da jetzt auch nicht ran. Ich glaube, da kann ich auch nicht ran, ne? Schrottsammler sind kacke. Ich weiß nicht, wie die funktionieren. Nehmen das. Okay. Alles klar, dann würde ich sagen, wir machen hier Feierabend für heute, ne? Und in der nächsten Folge machen wir dann weiter mit Episode 4 und beenden Episode 4, nehme ich an, ne? Und sehen dann, wie das hier alles ausgeht, ne? Ging ja relativ schnell, ehrlich gesagt. Danach kommt wieder freies Spiel, ne? Man kennt es ja, ne? Episode abgeschlossen, danach kommt freies Spiel. Und ja. Gut, dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, hinterlasst doch bitte ein Like, ein Abo oder ein Kommentar. Das würde mich voll freuen. Und dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Ciao.